Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur Matchplay auf dem Los Angeles Country Club. Wir spielen unsere Einspielrunde auf diesem neuen Platz, der jetzt im Patch 4.0 enthalten ist, in der Season 3.0 sozusagen, in der Season für die US Open. Der Platz ist soeben veröffentlicht worden, die ersten 9 haben wir gespielt und wie gesagt, wir spielen ein Matchplay gegen Scotty Scheffler und liegen im Moment 2 auf. Und so soll es doch hoffentlich auch bleiben. Wir sind an der 10, ein Par 4 mit 373 Yards. Und hier ist es natürlich, den Ball auch wieder gut in Position zu bringen. Wir sehen, dass das Fairway nach links abfällt, aber der Wind uns den Ball nach rechts drückt. Also insofern eigentlich fast eine ideale Konstellation. Natürlich würden wir mehr Speed noch kriegen auf den Ball und könnten den noch weiter rollen lassen, wenn wir hier einen Draw spielen. Das werden wir dann auch versuchen. So, aber nicht zu viel, weil wie gesagt, der Wind drückt ihn ja rüber. Gut, dann geht's auf die Back 9 im Los Angeles Country Club. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Yeah, that's a nice swing, and the result is going to be a tee shot that is set up just fine. Damit können wir arbeiten. Das ist gut. Und jetzt schauen wir mal, was Scotty macht. That is going to come to rest squarely in the center of the fairway. Ja, Scotty Scheffler spielt den Ball direkt Mitte Fairway, gerade. 93 yards is the number as he sets for his second. So, ein 60er Wedge, berghoch, mit Wind. Approach hätten wir mehr und dann müsste er doch eigentlich auch mehr Spin haben. Schauen wir mal, ob wir den mit viel Spin spielen können. Wäre jedenfalls interessant. Ja, aber dafür ist er jetzt zu kurz. Jo, aber er bleibt im Fringe. Ja, okay, gut. Frank, on an uphill shot like this one, did you do anything differently in terms of your setup over the ball? Yeah, I made sure the ball wasn't too far forward because on an uphill shot there's always. Ja, wenn der jetzt genau, der bleibt liegen, sehr gut. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like what 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. So, er will pitchen. Das will ich eigentlich nicht. Putting. Fringe sind 100%. Eigentlich müsste das ja gut gehen. 8 Inches nach oben. Okay, das müsste dann hier sein, ne? So viel nach oben. Ja, doch, der geht dann deutlich nach oben. Okay, vom Break von links nach rechts. Am Anfang deutlich, aber wir geben dem ja richtig Gas mit. Dann dürfte das gar nicht so viel sein. Und hinterm Stock geht's von rechts nach links. Okay. Ja. Er kommt gerade mal so bis zum Loch. Okay. Aber der ist uns auch sofort rechts weg. Der ist überhaupt gar nicht links auf die Linie gegangen. That's the cruelest thing about this game, Rich. I mean, it's just now it's another shot. Naja, man könnte sagen, Scotty Scheffler hat jetzt auch nicht gerade besonders viel Glück beim Putten. So, das geht jetzt auch wieder berghoch, aber es steht hier Level. Auf der anderen Seite. Okay, that'll do. Just a par. But it puts the pressure on the match. Ja, da haben wir ja gerade mal so glücklicherweise geteilt.
Und den müsste er eigentlich nicht mehr putten, den würde ich ihm ja gerne schenken. Geht das irgendwie? Nein, das geht nicht. Das ist so ein bisschen, was ich noch vermisst, dass es so einen Button gibt, schenken. This is going to remain a difference of two. This is one of the most beautiful holes on the course, the par 3 11. If you thought the 7th was long, try this one on for size. This hole's given length on the scorecard, 290 yards. Carrying those two front bunkers is a must. Getting the ball to stop, sometimes that can be another matter entirely. Ja, klar. Da muss man eigentlich hier rüber spielen, definitiv. Damit, wenn man zu lang ist, dass er hinten ist, weil alles, was hier vorne im Gemüse ist, das ist keine Freude. Aber ein Holz müsste uns doch reichen, wenn wir den hier reinfaden. Ja, dann wird er hier, müsste er gebremst werden mit dem Driver. Also ich weiß nicht, also 281 Yards, Par 3. Leute. Okay, wenn der hier in den Hang geht, dann kriegt er richtig Gas. Dann kriegt er Speed drauf. Ja, das ist jetzt halt der Punkt, wo versucht man hier die Fläche zu treffen, dass er einen richtigen Kick kriegt, weil der wird natürlich, nee, wir müssen auf jeden Fall einen ordentlichen Fade spielen. Okay. Er wird runterfallen, weil wir ganz schön tief sind, 56 Fuß, der wird runterfallen. So, da hinten sieht man ja wieder ein bisschen die Skyline, die Hochhäuser von L.A. Ja, wir werden so versuchen, da müsste runterfallen, doch ein bisschen zum Liegen kommen. Aber was mir jetzt gerade aufgefallen ist wieder, oder beziehungsweise das letzte Mal, ist ja wirklich, früher hatte man ja da oben irgendwo immer so einen Idealpunkt, also so einen kleinen Knubbel, ne? Also der fehlt jetzt. Der ist nicht mehr da und wenn man halt überswingt, ne, dann wird es halt hier rot. Naja, okay. Ball liegt. Wir spielen den Ball mit einem Fade. Oh ja, der war ein bisschen kurz vorm Swing, aber das hat auch ein bisschen so geruckelt. So, der wird trotzdem nach rechts springen und wird dann aber hier unten in der Kuhle liegen bleiben, dass wir ihn rüber pitchen können. Okay. And that one not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. Ja, da waren wir einfach 3-4 Meter zu kurz. Dann hätte er es vielleicht noch geschafft aufs Grün. So, Scotty hat tatsächlich... Nein, der hat ein Eisen. Oh, über rechts, aber der ist weg. Den sehe ich im Bunker. Oh. And that went straight down. That's gonna be tough from there. So, jetzt habe ich mich vor lauter Schreck ein bisschen verschluckt. So, da haben wir natürlich schon die bessere Lage, die Ausgangslage. Das ist ein normaler Pitch. Geht ein bisschen zum Stock runter. Die ganze Zeit laufen sie wie wild. Deswegen machen wir mal hier kurz. Zumal der ja auch laufen wird. Was sehen wir hier vorne? Ja, es geht ein bisschen zum Stock, aber tendenziell ein bisschen von links nach rechts. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Okay, also sie rollen immer richtig schön aus, das muss man einfach sagen. Also die werden einfach nicht langsamer, müssen wir noch kürzer bleiben. Aber er hat Spaß unterm Ball, durchs Heavy Rough. Der Ball muss ja nach links weggehen eigentlich. Ja, klar. Das ist natürlich ein hervorragender Schlag, hervorragendes Ergebnis. Aus der Lage. From about 8 feet. Ist er tatsächlich weiter weg als ich? Okay, that'll guarantee at least a push. That's in for par. Ist er tatsächlich weiter weg war als ich? Ja, optisch sah das nicht so aus. Ja, klar. Oder? Ah, 8 feet, okay. So, es geht ein bisschen bergab. Also etwas kürzer. Und ein bisschen nach rechts am Anfang. Zwei Inches.
Okay, well done. It is a par here at 11, and that's going to mean this hole is tied. The 12th is a dogleg left, par 4 at a manageable 380 yards. Most players should be left with a short iron in with their second, but as with the 11th, two jagged front bunkers provide a problem to be avoided and can sometimes wreak havoc with depth perception. So, wir müssten weiterhin die Ehre haben und da müssen wir jetzt erstmal den Ball da hochschlagen. Das ist interessant. Da müssen wir auf jeden Fall mit der Kurve spielen. Da ist auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. 276, 366. Ich würde da fast lieber mit dem Holz hochschlagen, weil wir da ein bisschen mehr Kontrolle haben als mit dem Driver. Ja, und dann soll der halt hier innen durch. Das wäre natürlich gut. Der Wind arbeitet dagegen. Okay. Müsste doch passen, weil wichtig ist eigentlich nur, dass man dann weit genug drin liegt, dass man keinen Baum vor sich hat, dass man dann gerade rüber spielen kann. 136 Yards, wird ein 9er oder ein 8er maximal sein. Ja, das sind so Spielbahnen, da muss man auf jeden Fall eine Einspielrunde gespielt haben, dass man ungefähr weiß, was man hier schlägt, wie sich da oben der Ball verhält. Naja, geht den direkten Weg knapp am Baum vorbei. Ja, und ist gerade noch so im Fairway, okay. Aber hat die Bäume vor sich. Rough fairway. I guess it was more than 50-50. Fairway's fine. So, after the fortunate kick, so wo ist denn die Stange? Ja, kann tatsächlich über die Baum, ja, das haben wir fast gedacht, weil er hinterm Baum lag, musste er ihn hoch überspielen. Und dann war es nicht lang genug auf die kurz gesteckte Fahne. Or execution. Regardless, a lot of meat still on that bone. Pitching. So Iona, this his second from the fairway. 136 is the number and the pin on the front portion. Der Wind treibt ihn wieder mal rüber. So, und ansonsten sehen wir, dass das ganze Grün stark nach links runterfällt. Ja, aber wir müssen da eigentlich rein. Es hilft nichts. So, 18 Fuß nach oben. Oh Mann. Ich möchte da lieber ein bisschen weiter hinten drin liegen. Ich möchte da lieber etwas weiter hinten drin liegen. Ja, da kommt nämlich gerade so drauf. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. So, Scotty mit dem 60er wird bestimmt hinter den Stock spielen und den mit Backspin herholen. Also so müsste man das eigentlich tun, zumal hinterm Stock es ja auch ein bisschen hoch geht. Das unterstützt den Backspin. Oh ja. Okay. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Looking to splash this softly onto the green. Auch der Bunkerschlag ist nicht That is such a tough bunker to try and navigate. That's onto the green, but still a tricky distance coming up. Ja, das Beste, was er zu bieten hat, war das nicht. So, und spätestens jetzt in der Situation würde man jetzt normalerweise das Loch verschenken, weil ich kann ja mit einem Bogey, also mit drei Putts, sollte ich ja das Loch gewinnen. So, es geht natürlich wieder deutlich bergab. Deutlich bergab. Eigentlich nur antippen und hinrollen lassen. Ja, der wird wieder sofort vom Schläger weggehen, bin ich mir fast sicher. Also nach rechts weggehen. So. Ja, dann nimmt Fahrt auf. Okay.
das ist ja jetzt ein Tap-In. That one safely in. Well, it's par here at 12. And with it, he's going to push the lead to 3 up. The 13th is a long par 4, checking in at a full 507 yards. This is another picturesque hole with vistas of Bel Air and Benedict Canyon. Most players will want to steer their tee shots to the left to get a better view of the putting surface. Up at the green, a deceptive tilt left to right means that approaches that miss left can lead to a very difficult up and down. Jetzt fällt mir gerade ein, dass es vielleicht gar keine so gute Idee war, hier Matchplay zu spielen als Einspielrunde, weil wenn es blöd läuft und wir die nächsten zwei Löcher noch gewinnen, dann ist es sogar schon rum. Dann können wir gar keine 18 Loch gehen. War vielleicht jetzt gar nicht ganz so clever, um den ganzen Platz zu spielen. Hätte ich doch lieber mit ihm ein Zählspiel spielen sollen. Aber gut, sei es drum, er soll sich ja auch ein bisschen anstrengen. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist Scotty Scheffler nicht zurzeit die Nummer 1 oder ist es noch John Rahm? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber nichtsdestoweniger, er ist ganz, ganz vorne mit dabei, was die besten Spieler der Welt zurzeit angeht. Vor allen Dingen die konstanten Spieler, weil er immer eigentlich sich gut platziert. Wir müssen da hoch und über die Welle. Aber auf keinen Fall zu den Bäumen. Das wird uns aber auch nicht gelingen, weil es hier den Berg hoch geht. Ja, wir müssen da rein mit einem Fade. Das Ganze noch ein bisschen mit einem Fade unterstützen und ein bisschen flacher. Okay. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Schmackes reingehauen. Kommt er da noch hoch? Ja, bleibt relativ schnell liegen. 263 Carry, 280 total. Oh. This may be a touch right. Ja, der rollt jetzt vermutlich da rechts runter. Ja, das ist eigentlich ein bisschen viel, weil er jetzt auch die Bunker vor sich hat. Und wenn er jetzt noch, ja, und rollt natürlich auch ins Rough rein. Also das war jetzt nicht gut. Oh, that drive was enormous. I know it's in the rough, but that is long. Kein Wunder, dass er so schaut. So, also. Hybrid. Eisen 4 über links. Eisen 5, es geht nach oben. Bleibt er definitiv schnell liegen. Okay, wir können den etwas kürzer spielen, mit einem Eisen 4 kürzer. Dann müsste er doch da reinrollen. Ja, da ist so ein Hügelchen, okay. Der Wind hilft uns, ihn nach links, wir unterstützen das Ganze. Und er muss ja erstmal aufs Grün kommen. Ja, prinzipiell schon mal nicht verkehrt, der müsste doch drauf kommen. Yep. Sehr gut, noch ein bisschen nach rechts rollen. Sehr gut. Das haben wir ordentlich gemacht. Das haben wir ordentlich gelesen und ordentlich gespielt. Well, from any distance, that's pretty good, but from that far out, couldn't ask for much more. Not in the fairway, but not a real problem here at the 13th, getting set to play his second shot. Klar, logisch. Steht leicht über dem Ball, mitten im Rough. Sieht den Stock nicht, schlägt berghoch. Ja, ja, okay. Jetzt will er es dann doch wissen. Hat er meinen Spruch gehört? Dass wir eventuell nicht alle 18 Bahnen gehen? Okay. Ja, es geht wieder berghoch. Wie viel denn? 6 Inches? Also, das sind mindestens 2 Kästchen. Machen wir ein bisschen mehr. 8. Ja, das ist natürlich ein Mammutputt. Also, das Ding steckt ja mitten hier im Hang. Oh Mann, oh Mann. Gut, dass es berghoch geht, das hilft. Und es geht auch hinter dem Stock berghoch. Das heißt, er bleibt definitiv verhältnismäßig schnell liegen. Ja, der wird auch nach rechts abhauen. Okay. Thank you.
Yes, that will put the pressure on the match. That's in for a birdie. Ja, also so. Ah, Scotty kann natürlich noch putten zum Teilen. To tie the hole, das ist richtig. Oh yes, plenty of pace to get up that slope. It is in for a birdie. And that'll mean so. This hole's gonna be tied and the difference will stay at 3. The 14th is the last of the par 5s here on the North Course, and it is also the longest, measuring at 623 yards. Players will need to avoid a section of 3 right-side bunkers off the tee, and bunkers once again become an issue up near the green with a large front bunker to carry, as well as smaller bunkers left and right. So, die Spielbahn schauen wir uns nochmal an hier. Boah. Ja, das hat man hier übrigens sehr viel, dass doch die Abschläge relativ dicht immer an den Grüns sind. Oh, 623 Yards, das ist tough auf jeden Fall und eigentlich nicht mit dem zweiten zu erreichen. Und dann kann man den Ball natürlich auch nicht reinrollen lassen, weil diese Bunker da vorne sind. Das ist tough, absolut. Und da sieht man wieder die Häuser unten rechts. Yep. Okay. Und die Skyline von Los Angeles, die Hochhäuser. Dann jetzt von hier. Na ja, gut, wir haben auch noch ein bisschen Gegenwind. Also einfach Richtung Bunker. Ja, den müssen wir ein bisschen dagegen arbeiten lassen. Das hilft nichts. Bisschen mit dem Fade dagegen arbeiten. So, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Oh, der fliegt aber doch ganz schön weit. Nothing to fault there. Safely in the field. Ja, komm, bleib liegen. Sehr schön. 306 Yards, nicht schlecht. Das war jetzt übrigens sehr gut, dass wir das Loch nochmal geteilt haben und ich es nicht gewonnen habe. Dadurch gehen wir definitiv ein Loch weiter. Oh ja, der geht ein bisschen arg links, aber ich glaube, es müsste trotzdem passen. Ah, über die Bunker. Er geht natürlich direkt über den Bunker. Sehr gut. So, jetzt schaue ich mir das nochmal kurz an auf der Scorekarte, wie es denn jetzt eigentlich steht. Wir sind 3 auf. Back, better than 300 yards, a second to the par 5. Ja. Gut. Ja, ja, mit dem Fade auch wieder hier reinlaufen lassen. Ja, der wird schon ganz schön laufen. Geht ein bisschen berg runter, aber wie gesagt, wir haben glücklicherweise nicht die Länge. Und mehr ist da sowieso nicht. Da müssen wir wieder auf den dritten hoffen. That's an aggressive layup, really trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's 2 good shots if you can't reach the par 5. Oh, 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 der rollt aber. Den hat er richtig flach geschlagen anscheinend. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position. Hat er mit dem Driver geschlagen vom Fairway? Ach, deswegen. Das ist ja spannend. So. Wedge. Wir haben hinten dran nicht viel Platz. Er will einen Pitch spielen. Einen Pitch. Ines. Ah, deswegen. Ach, deswegen. Okay, klar. Pitch, Pitch. 50. Ach, das passt mir nicht, das passt mir nicht, das passt mir nicht. Ja, das ist ganz gefährlich. Dann rollt er hier rechts runter, dann ist er weg. Dann spielen wir den lieber irgendwo hier rein.
Wenn der zu weit rechts fliegt, dann rollt er hier raus und hier rollt hier den Hang runter. Okay. Ja, da haben wir natürlich da nicht viel Platz. Und dann kriegt er hier noch einen Kick nach vorne. Mal schauen. Bisschen hoch anspielen. Ich hoffe, dass er dann nicht zu kurz ist. Okay, die Länge passt. Die Länge passt und insofern gut gespielt. Okay, on the green, but let's go leave a putt that will get your attention. So, so. For Eagle to win the hole. Ah ja, er puttet vor uns, dann sehen wir die Puttlinie. Okay, that's acceptable there. Ich denke über links. Nee, das spielt über. Ja. Ja. Er geht über rechts. Okay. Ja. 5 Inches wieder runter. Okay, das ist dann irgendwo hier. Das ist im Prinzip nur angedippelt. Ja, ja, da haben wir deutlich mehr Break, glaube ich, als der Scotty. There, down the slope, it's in for a birdie. Part of the great design here at the Los Angeles Country Club is the variety of challenges golfers are faced with. Here we follow the longest hole on the course with the shortest, the 124-yard par 315. Players, of course, will note the bunkers that ran a good 70 to 80% of the green, but the most distinctive feature is the bump in the middle of the green. That must be factored in when deciding where to land that tee shot. Hm. 139, man sieht schon am Eisen 9, das ist jetzt eigentlich mal eine schöne Abwechslung. Aber man sieht fast ums komplette Grün herum, welche Probleme man dann auch hier bekommt wieder, wenn man nicht das Grün trifft. So, es ist erhöht. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Ja, Scotty muss angreifen, wir müssen nicht angreifen. Das ist die 15 und wir sind 4 ab. Ja, das heißt, Scotty muss jetzt jedes Loch gewinnen, damit wir eigentlich auf die 18 gehen. Das ist jetzt die Frage, soll ich jetzt tatsächlich jetzt hier auf Angriff spielen? Okay. Ja, komm, spring nach links. Ja, das ist jetzt natürlich schon übelst. Ne? Solid shot and sometimes solid throughout the round will win the day. So, und er landet im Bunker. Muss natürlich angreifen, den Stock ist ganz, ganz klar. Und dann auch noch bergab putten. Ein Putten, bergab, Stern. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Bunkerschlag. Ja, aber den muss er jetzt auch erstmal zum Paar löffen. Ja, also das ist nicht to win the hole und vor allen Dingen müsste man sagen, an der Stelle würde man eigentlich, da hat er jetzt gut gemacht. Ja, das ist ja nicht nur das Birdie to win the match, selbst wenn man da auch das Paar wäre eigentlich to win the match, weil wir dann geteilt hätten.
So, Freunde, da bin ich einfach mal großzügig. Dann würde ich den doch jetzt einfach mal, damit wir die anderen Bahnen noch ein wenig sehen, einfach mal geschmeidig vorbei. Warte, bergauf, okay. Gut. Ja, aber es geht auch ein bisschen gegen die Ehre. Eigentlich müsste ich jetzt wirklich versuchen, hier das Spiel zu beenden. Aber dann können wir die anderen Bahnen gar nicht sehen. Das ist ein bisschen blöde. Okay, aber interessanterweise, dass er auch noch zu kurz war. For a par to win the match. Schiebe ich den jetzt rein oder schiebe ich den jetzt nicht rein? Das ist hier die Frage. Nein, wir machen fertig. Solid par here at the 15th. And that will mean this hole is tied. And that'll do it. A good battle here gonna come to an end. Well, that about wraps it up for us here today. I'd like to thank my partner, Frank Nabilo. Really enjoyed it, Frank. Yeah, it's been a good day out here. Once again, we've seen the golf course give more than it takes. For Frank Nabilo, I'm Rich Lerner saying so long for now. So, da konnte ich mich dann doch nicht mehr zurückhalten, weil ich meinen so guten Schlag aufs Grün an den Stock heran und dann hat man die Chance, das Loch zu gewinnen. Nichtsdestoweniger haben wir ja auch gut gespielt hier, die zweiten neun bin ich der Meinung. Ja, da konnte ich nicht anders, da konnte ich nicht mehr an mir halten, da wollte ich dann doch das Match gewinnen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt gehen mir ein paar Gummipunkte verloren, wir schauen mal. Denn ich bekomme ja für jedes abgeschlossene... Ja, 13.000, da gehen wir jetzt 5.000 flöten. Aber ist auch soweit egal. Wir werden, denke ich, auf jeden Fall den Platz nochmal spielen mit einem ganz normalen Zählspiel. Wunderbar, das hat mir sehr gut gefallen. Also der Platz, der hat auf jeden Fall seinen Reiz. Und wir haben auch gesehen ein bisschen, ja, was die KI mit Scotty Scheffler gemacht hat. Da waren dann doch ein, zwei Putts dabei, wo ich sage, das war dann schon kritisch. Aber nichtsdestoweniger, es hat Spaß gemacht, wieder mal ein bisschen hier zu spielen, nachdem ich ein paar Tage ja unterwegs war und ein bisschen ein langes Wochenende genossen habe im Wendland. Das war schön, tolles Wetter und bisschen entschleunigt. So, Freunde, das soll es für den heutigen Tag gewesen sein. Für diese Runde Matchplay gegen Scotty Scheffler haben wir beendet mit 4-3. Das war doch wieder mal richtig schön. Macht Spaß. Ich freue mich aufs Wochenende, auf die US Open, auf den Platz. Und Martin Keimer spielt ja mit, weil er ja die US Open gewonnen hat. Darf er nochmal mitspielen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 10 Jahre oder lebenslang. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Spielberechtigung 10 Jahre. Und 2014 hat er die US Open damals gewonnen und jetzt spielt er auf jeden Fall wieder mit und da freue ich mich drauf, weil Martin Keimer sehe ich gerne, ihr vielleicht auch, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die US Open dieses Jahr ansehen. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ihr euch meine Videos anseht, lasst doch einfach ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen und den Kanal unterstützen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch recht herzlich und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Platz findet, wie ihr dieses ganze Layout findet und vor allen Dingen 280 Yards Part 3, wie ihr die so findet. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis die Tage.